Und? Habt ihr alle Sachen gesammelt? Nur eins. Zwei. Eins. Eins. Die Zählung ist beendet. In Ordnung, gehen wir. Das habe ich nicht verstanden. Wohin geht ihr alle? Leute, ihr wollt ein neues Date von Awesome Ross und Brainy Julia? Dann warten wir also auf unsere 60.000 Likes. Los geht's. Eigentlich sind wir im Urlaub. Wir haben ein Recht darauf. Colton Stacy, du bist hier nicht in Omas Landhaus. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe wohl das Wort arbeiten überhört, als ich mich entschloss, hier hinzugehen, oder was? Entschieden? Ich glaube, wir wurden gekidnappt. Mary Johnson, wir reden nicht umsonst. Wir gehen dorthin mit dem Ziel, Wissenschaft und Forschung zu betreiben. Ja. Und was wollt ihr erforschen? Überreste von antiken Opfern, ja. Hä? Nein, Flora und Fauna. Ja, Chlor und Sauna, wir werden alles erforschen. Fahren wir hin. Hey, wartet, nicht in den Wald. Stopp. Schaut mich nicht so an. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das wurde im Fernsehen gesagt. Die Spur des unbekannten Wesens wurde kürzlich im Wald gefunden. Ach, vielleicht war das der Messi Gerald. Es ist nicht meine Schuld, dass das Bad immer von dir besetzt ist. Wie auch immer. Der Besuch des Waldes bis zur Klärung der Umstände wird nicht empfohlen. Also organisiert einen Ausflug auf dem Land. Wird ein echter Durchbruch werden, wenn sich die Kreatur als ein alter Held der russischen Folklore entpuppt. Das wäre die Sensation, wie Leschi oder so. Wer ist denn Leschi? Das ist doch ein böser Geist. Das wäre cool. Eigentlich ist Leschi ein böser Geist. Warte, was ist, wenn es ein Außerirdischer oder so ist? Er besucht unseren Planeten, um uns zu fesseln und zu entführen. Was? Lasst uns noch einmal richtig nachdenken. Es ist nur ein verirrter Obdachloser. Oder ein Reh. Obdachlos? Oder ein Reh? Ein Obdachloser, der sich im Wald verlaufen könnte, ist ein echtes Reh. Es wird gesagt, unbekanntes Tier. Wer würde wegen eines einzigen Rehs den Waldbesuch verbieten? Es handelt sich definitiv um eine Art Monster, das nach irgendwelchen Experimenten entkommen ist. Ja, wahrscheinlich ist er dort einsam. Ich kann nicht glauben, dass wir hierher gekommen sind. Ich kann nicht glauben, dass ich hierher gekommen bin. Ach ja, richtig. Was meinst du? Kann er uns hören? Ja, aber er versteht nicht, dass Außerirdische andere Sprachen haben. Was? So reden halt die Aliens. Cool, Bruder. Los geht's. Komm. Zeig dein Gesicht. Los geht's. Hey, Leschi. Wir werden dir nicht wehtun. Hey, wo bist du? Aua, hier sind Mücken. Eine rote Ameise. Ach, Bienen. Bienen. Warum sind es so viele Bienen? Verfluchter Ort. Zurück. Hau ab, fass mich nicht an. Ah!
Beruhigen wir uns und reden mit ihm. Tobi, was sollen wir machen? Wer soll uns helfen? Kein Netz. Oh Mann. Oh, oh mein Gott. Er mag das Bildschirmlicht. Werft ihm eines eurer Smartphones zu und wir verschwinden von hier. Er ist definitiv ein menschliches Wesen. Aber ein schmutziges. Wir müssen ihm helfen. Ich frage mich, wie Mary Johnson darauf reagiert. Was ist das? Mary Johnson, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist diese unbekannte Kreatur aus dem Wald. Und wie Sie sehen, ein wirklich berühmter. Das kann doch nicht stimmen. Das ist in Ordnung. Sie wird darüber hinwegkommen. Sag Hallo! Hallo! Hallo da! Ja, genau! Was ist los mit ihm? So sprechen Höhlenmenschen! Hallo da! Oh, er war wahrscheinlich hungrig im Wald. Setz dich hin. Wenn du nicht gehorchst, werde ich dich mit einem Zauberspruch belegen. Nein, nein, nein! Sitz, sitz! Mm-hmm.
Da, auf deinem Arm ist noch mehr. Da, auf deinem anderen Arm auch noch. Ja, es ist eine Herausforderung, einen Wilden zu füttern. Der schlimmste Teil liegt hinter uns. Oh, das mag er wohl. Ist das in Ordnung? Halt, halt, nein! Verdammt, böser Höhlenmensch! Mädels, lass uns gehen. Schlaue Julia. Leute, Leute, Mary Johnson ist aufgewacht. Oh, Mary Johnson, Sie sind nicht, Sie wissen schon. In deinen Träumen? Was ist denn passiert, Leute? Sie wurden ohnmächtig. Weil wir jemanden mitgebracht haben. Nein, nein, haben Sie keine Angst. Es ist kein Monster. Es ist ein Mensch. Ja, ich habe es überprüft. Knoblauch und Zaubersprüche machen ihm keine Angst. Wir glauben, dass er von Tieren aufgezogen wurde. Hört auf! Ich war nicht verängstigt. Ich war, entschuldigt mich, fassungslos. Das ist der Kondrat Hocker, euer Handwerkslehrer. Als er von der Hochzeit erfuhr, verschwand er noch am selben Tag. Ja. Übrigens, ich habe die ganze Zeit auf ihn gewartet. Wo ist er denn? Ich muss mich schminken. Ich muss mich dringend fertig machen. Wow, ein echter Gentleman. Das ist es, was die fürsorgliche Hand einer Frau mit einem Mann macht. Er hat so viel Spaß gemacht. Wir haben einen Freund verloren. Ah,
Also, Kondrathocker, setzen Sie sich an den Tisch? Ja, hier. So, Kondrathocker, jetzt musst du dich an die Essensmanieren erinnern. Oh Gott, er kann sich nicht mehr erholen. Nein, er wurde von einer Biene in die Zunge gestochen. Es wird bald vorbei sein. Ihr wisst schon. Das ist eine Tatsache. Ja, aber er versteht es, glaube ich, irgendwie nicht oder sowas. Ja? Das ist eine Tatsache. Warum sind es so viele Bienen? Verfluchter Ort. Warum sind es so viele Bienen? Das machen wir doch mal. Ha 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 ha.